erstmal. Da fehlt es an Holz, das kommt ja nachher. Ein komfortabler Stuhl. Ein nicht so komfortabler Hocker. Und ich glaube, die haben mein Lagerfeuer ausgehen lassen, die Penner. Weil Kraftstoff alle. Nehme ich auch wieder nur eine Fackel. Die hält auf jeden Fall viel länger. Und die hält die Temperatur auch auf 23 Grad im Moment. Also warum nicht? Proof, spielst du nur dieses Spiel oder auch danach andere Spiele? Heute nur dieses Spiel. Toxus, ohne Scheiß, ich sag euch, wenn alle sterben, Toxus überlebt. Weil hässliches Unkraut vergeht nicht, das kommt immer wieder. Ich schwitze schon den Nacken runter, ey. Ich krieg die Krise. Es ist einfach so warm. Ich weiß nicht warum. Sehr schön. Das südische Brumm hat schon wieder aufgehört. Forschungsprofi. Die auf 7, da wird nicht viel bei mir rumkommen. Insgesamt bewegt sich das aber schon bedeutend besser als vorher. Kartoffelernte ist durch. Jetzt haben wir schon den 10. Da werden wir es nicht schaffen, noch eine Aussaat von Kartoffeln zu kriegen. Deshalb können wir da das Aussehen direkt abschalten. Die sollen es nur einsammeln und gut ist. Ich muss das Lebensmittellager auch erweitern. Ich kann zwar noch nicht kühlen, aber es kommt ja. Wenn du ein Tier sein könntest, welches wärst du bei? Ich glaube, du schreibst über Smartphone. Boah, ich hoffe, dass bald eine Lunge von deinen Kolonisten versagt. Proof, machst du noch eine Session? Wenn man sich Prison Attack ansieht, kann man hier noch einiges erwarten. Richtig. So, das Lager mal einfach erweitern. Ist alles drin. Beziehungsweise hat er übernommen. Wollte ich sagen. Obwohl, das kühlt sich ja nachher selbst. Sobald es kalt genug ist. Können die auch gerne kaputt machen. Ich weiß gar nicht, ob jetzt zur Zeit
es nicht vielleicht so ist, dass die Bauteile wegfallen. Ach du Scheiße. Das klappt ja gar nicht mit dem Wachstum. Beziehungsweise im Winter wachsen die anscheinend auch nicht. Oder wenn es halt zu kalt ist. Wie kann es eigentlich sein, dass ein Baum nicht wächst, wenn es zu kalt ist? Agavefrucht. Jetzt wird mir sogar Essen noch geschenkt aus dem Weltall. Beziehungsweise der große Blutgott hat uns Nahrung geschickt. Weil es einfach gut mit uns meint. Ach, scheiße. Der hat EMP-Granaten? Und damit kommt er zu mir? Ich habe nicht mehr Elektrizität. Ey, das ist mein Schlachttisch. Könnt ihr mal Cassidy in Ruhe lassen? Warum ich nicht auf Twitch streame, hat seine Gründe. Ich habe es früher häufig erklärt, aber inzwischen ist der Grund eigentlich auch hinfällig geworden mit der Zeit. Aber jetzt ist es halt erstmal so. Vielleicht wird sich das irgendwann mal ändern, aber aktuell nicht. Ich werde es rechtzeitig bekannt geben, weil mich haben auf Hitbox ja auch Leute subscribed. Das wäre auch ungerecht gegenüber, da ich nicht auf wenn ich jetzt einfach auf Wechsel. Achso, das hast du gemeint. Ach, wenn ich ein Tier sein würde. Ich weiß gar nicht, das wurde ich schon mal gefragt. Ich glaube, ich habe Pinguin damals gesagt. Aber insgesamt würde ich sagen, dass am besten wäre, ein irgendwas zu sein, was fliegen kann. Also kein Pinguin. Und ich sehe gerade, Wachstumsphase ist ja nur bis zum 11. Die Saison ist gleich schon vorbei. Hoffentlich kriegen wir noch ein bisschen raus aus den Dingern. Rette die Tiere, tue ich doch gerade. Die Katze hat das einfache Mal gefressen. Stahl, Schlachttisch, Schmiedefeuer. Wie, ich kann eine Schmiede nicht aus Holz bauen? Nein, macht ja schon Sinn. Wir sollten das Stahl auch haben. Den Stahl. Whatever.
Heilpflanzen anpflanzen hätte wahrscheinlich vom Zeitlichen nicht gepasst. Weil die sehr lange brauchen, um auszuwachsen. Und bei 10 Tagen Zeit, also 10 Tage Anbausaison, ist das schon ein bisschen kurz. Benötigt trainierbare Intelligenz simpel. Trainierbare Intelligenz keine? Eine Katze hat in diesem Spiel keine Intelligenz? Oder hat die einfach nur... Oh, ihr fehlt ein rechter Lungenflügel. Wir sollten ihr einen rechten Lungenflügel besorgen. Leider geht's bei Tieren nicht. Guten Morgen. Betet. Wiese ist religiös. Meinung von Geliebte Gelb. Die sind alle so scheiße als Bauarbeiter. Weltraumflüchtling. Tja, der ist ein guter Konstrukteur. Ein Bett brauchen wir dann für den. Wir müssen nur noch Betten haben. Und eigentlich müssen wir ihn gefangen nehmen. Ach komm, wir helfen ihm einfach. Ach, das ist die hässliche. Die hat nur eine Mütze von jemand anderen jetzt aufgezogen. Deshalb erkenne ich die nicht mal in den Haaren. Meine Kolonisten werden wahrscheinlich bei Lidl Fleisch einkaufen. Wollen kein Scientology unterstützen. Ich war auch schon lange nicht mehr bei Lidl einkaufen. Früher war ich da ständig. Aber dann irgendwann ist das eingeschlafen. Jetzt hat er echt das gute Kit für den Gast benutzt. Ich lasse ihn einfach gehen. Also ich nehme den jetzt nicht gefangen. Vor allem, weil das Bett schon zu dem zugeordnet ist. Komischerweise. Weil ich vom Brexit halte. Es kam jetzt die erste Brexit-Studie für England raus und wirtschaftlich wurde der Wachstum jetzt ziemlich eingestampft. Und das wird von vielen Firmen als, ja, der Grund dafür wird von vielen Firmen als der Brexit angegeben. Beziehungsweise, dass es daher kommt. Dass Aufträge storniert wurden oder jetzt nach hinten geschoben werden wegen der Unsicherheit vom Brexit. Und da muss man halt einfach mal gucken, was passiert. Das ist meine Meinung über den Brexit letztendlich. Die Bevölkerung hat gestimmt, aber ich bin jemand,
allein schon jetzt so als Produzierender von Videos oder so Geschichten, man bezieht zwar Leute viel mit rein, auch Leute aus der Community, letztendlich, man redet auch auf dem TS häufig mal über Sachen, was man so machen will, aber letztendlich entscheidest du selbst. Also ich gehe jetzt auf meine Erfahrung zurück, dass ich glaube, dass Schwarmintelligenz, was letztendlich bedeutet, dass viele Leute versuchen, eine Aufgabe zu lösen, wie jetzt zum Beispiel die Entscheidung darüber, ob ein Brexit richtig oder falsch wäre, dass bei komplexen Sachen das einfach nicht funktioniert. Das kann einfach nicht hinhauen. Ich glaube, du kannst Tiere nicht kreuzen bei RimWorld. Wenn, dann muss es eine Mod geben. Oh mein Gott. Ach so, das war der Job. Damit muss ich mal separat auseinandersetzen. Den Pillar schmeißt er auch, ne? Und den Great Bow macht er auch aus Holz. Ein starker Langbogen verschießt einen starken Pfeil über eine längere Distanz. Genauigkeit berühren. Genauigkeit weit. Arbeitsaufwand 1000. Ne, stimmt doch gar nicht. Der braucht nur 700 Stunden. Aber mir ist aufgefallen, wie viel Holz der da reinknallt. Ich würde mal sagen, gucken wir mal, Weaver, Abeniro. Ach, der ist sogar ein echt guter Schmied. Oh, ein seltener Trumbus ist gekommen. Nein, ich werde nicht versuchen, den zu tamen. Auch wenn das Ding viel wert ist, aber... Das könnte er knacken. Brech doch nochmal ab. Vielleicht schaffen wir ja doch noch, dass das wächst. Weil der sagt hier immer noch, die Anbausaison hätte begonnen, obwohl wir schon den 13. im Sommer haben. Der 11. durch ist. Wenn du die Bisons unten links zähmst, bekomme ich Milch von denen. Auch von den Männchen. Das ist keine Milch. Problem ist, die Bison können angreifen. Das war's jetzt mit der Saison. Tagsüber minus 2 Grad.
Okay, wenn 3 Grad sind, dann wächst es nochmal ein bisschen nach. Aber wenn ich zu lange warte, verliere ich die gesamte Ernte. Hat er nochmal Holz da reingeschmissen? Machst du noch eine Session, wo du nur das Beste nimmst? Oh, einen normalen Langboden hat er geschafft. Der macht einen Schaden von 18. Wie sieht das aus bei zum Beispiel der Pistole, die die hat? Schaden 9. Unglaublich, der Langbogen ist besser. Der hat sogar eine bessere Genauigkeit auf weit. Reichweite 32. Gelb, dann nimm mal den Langbogen. Haha, jetzt ist sie wie ein Engländer. Ich glaube, da passiert nicht mehr. Die waren doch vorhin auch schon auf 91%, oder? Mir gehen die Reispflanzen jetzt, glaube ich, auch kaputt durch die niedrigen Temperaturen. Wir müssen die alle vom Feld runterholen. Auch wenn es nur ein bisschen gibt. Beziehungsweise wir nicht die, das volle rauskriegen. Aber alles, was ich schon so ein bisschen ernten kann, nehmen wir jetzt runter. Gute Nacht, Star. Mögest du in Frieden schlafen. Ich muss gleich auch mal ins Bett. Naja, ihr schafft das schon alles. Oh, eine Vorratskapsel mit Kartoffeln. Die kann ich auch gebrauchen. Die Anzahl der Muffalos ist mehr geworden hier in der Umgebung. So eine neue Herde von außen reingekommen. Was veranstaltest du da? Du willst Holz tragen, anstatt zu kochen. Keine Ahnung warum. Ach so, weißt du, was sie macht? Die trägt Holz fürs Bauen. Konstruktion. Macht aber eigentlich auch keinen Sinn. Weil es keine ihrer Hauptaufgaben ist.
An sich hätte da was anderes höher eingestuft sein müssen. Immer noch angepisst, weil sein Haustier starb. Und es fehlt ihm am Komfort. So, Make a Great Bow wurde da auch wieder beendet. Ein Überlegener. Dadurch ist die Genauigkeit auf Distanz höher. So, du hast den einen bekommen, wer ist der andere, der vielleicht so ein bisschen Fernkampf kann. Abenai. Dann nimm du den. Es ist leider gerade ein bisschen fraglich, was der Herr meint im... mit das Beste nehmen. Und wie ihr seht übrigens, dieser normale Kurzbogen ist in der Genauigkeit bedeutend schlechter, auch im Schaden. Also dieser Langbogen ist schon wirklich eine Verbesserung. So, 2000 Forschung, Elektrizität braucht immer noch. Toxos macht gerade gar nicht und der Herbst hat angefangen. Jetzt wird's kalt. Wir haben leider immer noch keine Elektrizität, was übrigens auch egal wäre, weil selbst dann fehlt uns immer noch, dass wir sowas haben wie Batterien, gibt's nicht, Feuerbestattung uninteressant, Solarzellen gibt's nicht. Klimaanlagen gibt's nicht, Hydrokulturen ist ja an sich, auch wenn wir normal abstürzen, nicht da. Rippenimplantate. Power Management. Achso, Management Software für Power. Die einfachen Prothesen, das kommt auch vom Mod. Geothermale Energie brauchen die sogar 5400 Forschungspunkte. Ja, und der Arme hat nichts zu essen. Hat rohe Nahrung gegessen, mein Haustier starb, wurde beleidigt. Genau, lass den mal in Ruhe. Also wenn der Hund dich, beziehungsweise er wagt dich tötet, bist du selbst dran schuld. So, jetzt wird er wenigstens gegessen. Im echten Leben heiße ich Rantanplan.